Der Kopfhörer boomt. Gefühlt ist heute jeder Zweite auf der Straße mit In-, On- oder Over-Ears unterwegs. Das strahlt natürlich auch auf das heimische Hi-Fi aus. Immer mehr Musikenthusiasten leisten sich für den vollkommenen, ungestörten Musikgenuss einen erstklassigen Kopfhörer. Um dessen Potenzial ausschöpfen zu können, braucht es nun einen hochwertigen Verstärker. Da sieht es bei heutigen Hi-Fi-Systemen aber oft mau aus. Entweder haben sie gar keinen Kopfhöreranschluss, oder seine Qualität kann schlicht mit dem Kopfhörer nicht mithalten. Hier ist also eine externe Lösung gefragt. Was ein amtlicher Kopfhörerverstärker bieten kann, zeigen wir heute mit dem Linear 2 von Neumann Audio. Herzlich willkommen bei Leitkompakt. Wenn es um erstklassige Verstärkerlösungen für Plattenspieler und Kopfhörer geht, dann fällt eigentlich immer der Name Neumann Audio. Der Diplom-Toningenieur Norbert Neumann hat 1995 mit dem Black Cube einen Kultverstärker für die Vinylisten geschaffen. Im Kopfhörerbereich wird gleich sein erster Verstärker, der 2004 eingeführte Linear, zum Referenzgerät. Dieser Kopfhörerverstärker hält schnell Einzug beim WDR Köln, beim audiophilen Classic-Label TAZ oder beim Top-Mastering-Studio The Masters. Kopfhörerhersteller wie Sennheiser und AKG setzen auf den Linear, um ihre Spitzenkopfhörer bei Messepräsentationen und Markteinführungen zu präsentieren. Warum? Weil dieser Amp seinem Namen alle Ehre macht. Der Linear arbeitet über den ganzen Pegelbereich hinweg, ohne Verfälschungen. Neumann Audio hat sein Erfolgsmodell mittlerweile weiterentwickelt. Und diesen Linear 2, den schauen wir uns jetzt an. Der Linear ist fit und in Form geblieben. Sein schlankes Gehäuse misst nach wie vor 5 x 11 x 28 cm. Vor dem soliden, schwarz lackierten Korpus aus Metallblech steht eine massive Front aus fein gebürstetem Aluminium. Hier ist die Front schwarz eloxiert. Alternativ gibt es den Linear 2 mit silberner oder verchromter Stirnseite. So oder so, in jeder Hinsicht herausragend ist der markante Metallknopf. Er dient der Veränderung der Lautstärke. Und das ist ein echter haptischer Genuss. Das Volumenstellrad hat eine genau definierte, sahnig geschmeidige Gängigkeit. Kein Wunder, dahinter arbeitet ein Premium-Potentiometer des Top-Herstellers Alps. Mit diesem Poti regelt man die Lautstärke, und zwar für gleich zwei Kopfhörerausgänge. Die Buchsen sind für große Stereo-Klinkenstecker ausgelegt. Diese beiden Ausgänge arbeiten parallel. So können also zwei Zuhörer gleichzeitig Musik genießen. Auf der Rückseite des Linear 2 finden wir die Netzbuchse, den Netzschalter und 4 vergoldete Cinch-Buchsen. Die beiden linken Buchsen sind der Line-In. Hier schließen wir den Zuspieler an. Die beiden rechten Buchsen sind der Pre-Out. Hier kann eine Endstufe, ein Receiver oder ein paar Aktivlautsprecher angeschlossen werden. Damit ist der Linear 2 zusätzlich als vollwertige Stereo-Vorstufe einsetzbar. Die Kernkompetenz des Linear 2 ist aber natürlich die Aufbereitung der Musik für den Kopfhörer. Hier ist nun die Bandbreite groß. Sie reicht von elektrodynamischen Modellen über Magnetostaten und Balanced Armature Schallwandler bis hin zu Air Motion Transformer. Manche Modelle haben einen starken Wirkungsgrad, andere einen schwachen. Der Linear 2 kann diese Artenvielfalt meistern, durch eine Veränderung der Maximalverstärkung. Mit 2 Dip-Schaltern auf der Unterseite lässt sich der Gain um 10 Dezibel, 18 Dezibel oder 20 Dezibel steigern. So liefert der Linear 2 für alle Kopfhörertypen eine kraftvolle Signalspeisung. Damit das gelingt, besitzt der Linear 2 ein üppiges, überdimensioniertes Netzteil. Seine hohe Lieferfähigkeit ist die Basis für eine ruhige, entspannte Wiedergabe. Für die größtmögliche akustische Akkuratesse setzt Neumann Audio auf eine potente Ausgangsstufe in Class-A-Schaltung. Das ist die sauberste und verzerrungsärmste Verstärkungsart. Hier agieren die Transistoren exklusiv in ihrem linearen Arbeitsbereich. Der Verstärker ist zudem komplett mit einzelnen Bauteilen statt mit integrierten Schaltungen aufgebaut. In der Zweier-Version
hat der Linear überdies ein Qualitätsupgrade erfahren. Er ist jetzt mit noch besseren Bauteilen bestückt. Dazu hat die Platine nun eine 6-mal dickere Kupferschicht, was die Leitereigenschaften optimiert. All das steigert abermals die klangliche Performance, wie auch die noch bessere Kanaltrennung. Neu ist auch die Ankopplung an den Boden. Der Linear 2 steht auf 3 Absorberfüßen. Sie funktionieren als String Suspension System. Es besteht aus einem besonderen Gewebe, das mit einer speziellen Seiltechnik hergestellt wird. Dieses Gewebe sorgt im Verbund mit weiteren Absorptionsmaterialien für eine hochgradige Schwingungsdämpfung. Ohne diese störenden Mikrovibrationen kann der Verstärker deutlich sauberer arbeiten. Die Wiedergabe legt dadurch in allen Belangen zu, bei der Transparenz und der Dynamik, bei der Plastizität und der Räumlichkeit, aber auch bei der Präzision des Basses. Welche klangliche Exzellenz der Lehmann Audio Linear 2 bietet und wie souverän dieser Verstärker ganz verschiedene Kopfhörertypen meistert, das alles erfahrt ihr in meinem ausführlichen Praxistest. Den Link zu diesem Test findet ihr, wie immer, in der unten stehenden Beschreibung. Und wie immer freuen wir uns auch über einen Like. Am besten abonniert ihr ebenso unseren Kanal. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Das war es auch schon wieder von mir und von Leitkompakt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.